So, wir haben das nächste Battle, Marix gegen Purple Haze. Ich komme mal zum Video und ich müsste hier eigentlich den Videopunkt Purple Haze geben, weil er einfach eine extrem gute Nachbearbeitung drin hat. Aber dass für mich beide nicht wirklich ein Video sind. Was ist mit meinem Deutsch los? Ich bin total am Arsch. Für mich ist es halt beides nicht wirklich ein Video. Das kann man mir nicht erzählen. So als Rap-Video geht das nicht. Da ist halt keine Performance drin. Da ist, der eine zeigt sein Auto und macht das mit bisschen Nachbearbeitung extrem schön und der andere zeigt seinen Weg zur Tiefkühltruhe und hat dann nur einen leeren Pizzakarton in der Hand. Das ist halt beides nichts wirklich, was ich bewerten möchte. Und ich habe hier einfach mal ein 1-1 gegeben, weil ein Video letzten Endes dann doch vorhanden war. So, Flow, ich gebe hier auch ein 2-2. Aufgrund dessen, mir gefällt halt von beiden der Flow relativ gut. Es ist sehr sauber, es ist schön im Takt, es geht gut ins Ohr. Und es ist von beiden nicht das Beste, was beide hätten rausholen können. Ansonsten wäre es locker ein 3-3 gewesen. Deswegen gebe ich hier ein 2-2. Punchlines. Ich habe hier bei Marix die Kindergartenline habe ich mir aufgeschrieben. Ich muss es leider so machen, weil ich ziemlich viel Stress habe und das tut mir mega leid. Und ich hoffe wirklich, dass ich ab dem Achtel wieder ganz normal bewerten kann, indem ich noch mehr auf die Lines eingehe und mich da reinarbeite. Aber anders geht's momentan leider nicht. Ich habe so ein kleines Burnout. So, also, ich habe mir bei Marix die Kindergartenline aufgeschrieben. Ich finde die Double Timeline extrem gut, dass ich es ihm quasi einfach machen würde. Dann finde ich die Line richtig gut mit der Flowmaschine, dass Purple Haze die verkackt hat. Weil er ja meinte, er wäre übelst die Flowmaschine und hat genau diese Line verkackt. Und die Purple Ace Line hat halt mega gekillt. Dann wäre halt noch zu erwähnen, dass seine Blütezeit vorbei ist. Purple Haze, nettes Wortspiel. Ist auch nicht unbedingt so schlecht, aber für mich ist es halt nicht wirklich eine Punchline. Aber ich wollte es mal erwähnen. So, bei Purple Haze habe ich die Dias, dass die beiden wie Tom und Jerry aussehen, Line mir aufgeschrieben. Ich habe die Top 20 of Fails, die fand ich sehr cool, die habe ich gefeiert. Ich habe gefeiert, dass wenn Purple Haze kommt, dass die Gang dann zu einem Selbstmörder wird. Das fand ich auch extrem gut. Die Arbeitsplatz-Line ist erwähnenswert und gekillt hat die Runde letzten Endes das Entschuldigung am Schluss, das fand ich extrem lustig. Aber auch hier gebe ich Punchlines leider nur ein 2-2, weil ich finde, beide hätten hier viel, viel mehr machen können. Aber man merkt halt, dass beide am Tag des Fristendes schnell noch eine Runde getroppt haben. Die beiden haben sich ja sogar noch abgesprochen, haben denselben Beat gepickt. Also muss auch hier der Extrapunkt entscheiden. Und bei mir ist halt das Problem, letzten Endes, ich meine, man hat durch diese Runde sehr gut raushören können, wer Purple Haze in Wirklichkeit ist. Spoiler-Alarm, ich werde dazu nichts sagen. Ich bewerte aber trotzdem Purple Haze. Und nicht den Typ, der dahinter steckt. Und da ist einfach das Problem, ich kenne Marix, ich weiß, wie Marix battelt. Ich habe von Purple Haze halt jetzt nur die Quali. Und diese Runde. Und ja, da ich einen kleinen Insider-Tipp habe, ist es auch scheißegal, für wen ich mich entscheide, falls es dann wirklich so stimmt. Letzten Endes finde ich aber einfach, dass Marix, wenn er wirklich sich Mühe gibt und allem, mit allem drum und dran, dass Marix einfach qualitativ besser abliefern kann als Purple Haze. Und deswegen gebe ich meinen Extrapunkt Marix. Damit habe ich einen Endstand von 6-5 für Marix. Peace out. So, nächstes Battle. Das nächste Battle haben Purple Haze und Marix bestritten. Meiner Meinung nach bis jetzt, was ich gesehen habe, wir sind gerade bei TMZ vs. Bratte 48. Bis jetzt das beste Battle, was es im ganzen 16. gab. Beide haben es mega hingeschissen, muss man dazu auch mal sagen. Aber beide sind einfach extrem dope. Und deswegen, auch wenn es hingeschissen war, war es halt wirklich geil. So, beginnen wir gleich mal mit Purple Haze. Purple Haze bekommt bis im Video 2 Punkte. Weil es gibt keine Performance-Szenen, aber die Nachbearbeitung, die ist wirklich schick. Die ist wirklich nice. Muss ich wirklich sagen. Die Nachbearbeitung ist echt schick. Deswegen gibt es da 2 Punkte. Flow, 3 von 3, muss man gar nicht drüber diskutieren. Float nice im Takt. Flex den Beat nieder. Ist ganz cool. Auch wenn die Stimme
vielleicht manchen nicht gefällt. Ich finde, so einen gewissen Flavor hat sie, weil sie einfach vermitteln soll, dass selbst so ein kleines Kind wie Purple Haze euch trotzdem totfickt. Das soll sie vermitteln. Deswegen finde ich die ganz cool. Ja, jetzt sind wir bei den Punches. Das ist halt das Problematischste in diesem ganzen Turnier bis jetzt. Du hast keine wirklich krasse Line. Du hast auch nur einen 16er gekickt, was man auch mal dazu sagen muss. Du hast keine wirklich krasse Line in diesem 16er. Aber wenn du es so als 3-Track-Release hättest, dann wäre das ein doper 3-Track gewesen. So, bei Purple Haze sind wir jetzt am Ende bei dem Punktestand von 5 zu 11. Da Video cool war, Flow ist geil, aber Punch ist einfach nicht vorhanden. So, jetzt sind wir bei Merrix. Video, 0 Punkte. Du filmst deine Hand, nimmst Sachen aus dem Gefrierschrank raus und wirfst sie auf den Boden. Dann schüttelst du manchmal die Gefriersachen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach kein wirkliches Video. Das ist hingeschissen, was man auch merkt. Aber ich weiß ja, dass du es hingeschissen hast. Yo. Flow, 3 Punkte. Ist dasselbe wie bei Purple Haze. Flex im Beat. Komplett nieder. Ist geil. Würde ich mir sogar mehrmals geben. Also habe ich mir sogar schon mehrmals gegeben. Würde ich mir auch noch mehrmals geben auf jeden Fall. Yo, also 3 Punkte beim Flow. Und Punches bekommst du 1 Punkt. Weil das war auch nur ein 16er gekickt. Aber dafür hast du 2 Lines, die ich wirklich cool fand. Das war die Purple Ice Line. Die war wirklich, die hat wirklich gefickt. Die war wirklich krass. Und die Flow Machine Line war auch noch ganz passabel. Die war auch noch ganz cool. Deswegen bekommst du 1 Punkt bei Punchlines. Was am Ende bei dir einen Punktestand von 4 zu 11 ergibt, was wieder ein sehr, sehr knappes Ergebnis gibt bei mir. Und meines Erachtens kommt somit Purple Haze mit einem Endpunktestand von 5 zu 11 ins Achtelfinale weiter. Das war jetzt eine eher kürzere Analyse. Peace out. Yo, ich bin Rain und heute bewerte ich, was bewerte ich? Purple Haze gegen Merrix, genau. Das ist ein sehr cooles Battle, trotzdem wenig Aufwand auf beiden Seiten, weil hier halt einfach zwei extrem gute Rapper aufeinander getroffen sind und ich fand, das war ein recht lustiges Battle, aber fangen wir mal mit dem Video an. Yo, Purple Haze hat ein ziemlich nices Carporn, also lustiges Konzept auf jeden Fall, da ist auch bestimmt ein bisschen Mühe mit reingeflossen, mit der Nachbearbeitung, mit den Scheinwerfern und allem, es ist sehr lustig, deswegen kriegt Purple Haze von mir 2 Punkte und Merrix kriegt 1 Punkt, weil, naja, er hat halt seine nicht existente Pizza nicht gegessen, weil sie nicht existent ist. Es ist ganz lustig und das Video von Merrix passt doch so zu diesem Battle, so von der Stimmung her. Aber es ist halt trotzdem ein sehr geringer Aufwand. Deswegen 2 zu 1 an Purple Haze. Fand ich ganz lustig. Yo, dann der Flow. Purple Haze rappt unendlich krass und auch unendlich krass, so wie John Dredd. Ob die beiden sich wohl kennen. Nee, aber das Problem bei Purple Haze ist immer noch die Stimme. Er hat das mit der Stimme diesmal ein bisschen besser gelöst, weil es nicht mehr komplett scheiße klingt, sondern bis zum gewissen Grad erträglich ist. Aber trotzdem sehe ich hier Merrix allein wegen der Stimme vorne. So hätte Purple Haze mit seiner normalen Stimme gerappt, dann wäre das locker ein 3 zu 2 an ihn gewesen, aber so ist es ein 3 zu 2 an Merrix. Der übrigens auch gut gerappt hat. So, ich sage jetzt nicht, dass Merrix scheiße war, der war auch ziemlich nice. Okay, dann zu den Punchlines. Ich fand die Eisbrechen-Punchline bei Purple Haze ganz lustig. Und ansonsten war das leider sehr, sehr billiger Standard-Shit. Bei Merrix sind ein paar mehr ordentliche Fronts drin. Gefährlich wie Kissenschlachten oder Flow-Maschinen-Lines sind ziemlich nice. Und allgemein ist seine Runde irgendwie, die fühlt sich kompakter und punchender an, während Purple Haze irgendwie so ein bisschen, er labert ein bisschen sehr viel Scheiße. Also selbst die Standard-Lines bei Purple Haze haben nicht die Qualität wie die Standard-Lines von Merrix, was mich wundert, weil ich es eigentlich andersrum erwartet hätte. Aber nun gut, ich gebe hier ein 3 zu 1 an Merrix und komme damit insgesamt auf ein 7 zu 5 für Merrix. Es war ein sehr cooles Troll-Battle unter Freunden so. Damit gewinnt Merrix, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist das eh unerheblich, weil die beiden ab nächster Runde ein Team bilden. Es freut mich, weil der gute John Dredd, ich meine natürlich Purple Haze, auch ein ziemlich doper Rapper ist und ich schade finde, dass er hier sonst rausgeflogen wäre. Und ja, ich freue mich aufs Achtel, Jungs.